Hallo, herzlich willkommen und eine gute neue Woche wünsche ich Ihnen und dir. Heute werde ich das 17. Kapitel des 2. Samuel-Buches vorlesen. Am letzten Samstag, also vorgestern, haben wir ja davon gehört, wie David nach seiner Flucht aus Jerusalem beschimpft worden ist und Verleumdungen gehört hat. Und Absalom, sein Sohn, hat in Jerusalem den Rat von Ahithophel angenommen, öffentlich mit den Nebenfrauen von David zu schlafen, um ganz klar zu machen, dass er und sein Vater wirklich getrennte Wege gehen. Ja, was werden die nächsten Ratschläge sein, die Absalom bekommt? Mal schauen. Ahithophel machte Absalom noch einen Vorschlag. Erlaube mir, dass ich sofort ein Heer von 12.000 Mann aufstelle und noch heute Nacht die Verfolgung Davids aufnehme. Ich will ihn überraschen, solange er erschöpft und entmutigt ist. Wir werden seine Leute in Angst und Schrecken versetzen. Sie werden fliehen und dann bringe ich den König um. So wird nur er allein getötet und ich kann dir ganz Israel als dein Volk zuführen. Dann herrscht wieder Frieden im Land. Dieser Vorschlag gefiel Absalom. Und auch die Ältesten Israels stimmten zu. Verständlich, es ist ein taktisch geschickter Vorschlag. David ist noch auf der Flucht. Er hat noch keinen Zufluchtsort erreicht, wo er sich zurückziehen kann. Und ja, mit den besten Soldaten im Rücken würde Ahithophel wahrscheinlich Erfolg haben. Trotzdem sagte Absalom: Wir wollen erst noch hören, was der Arkiter Hushai dazu meint. Jemand soll ihn holen. Als Hushai da war, erklärte Absalom ihm den Plan Ahithophels und fragte: Was denkst du, sollen wir so vorgehen oder hast du eine bessere Idee? Hushai antwortete: Mir scheint, diesmal hat Ahithophel dir keinen guten Rat gegeben. Du kennst doch deinen Vater und seine Männer. Sie alle sind kampferprobte Soldaten. Sie werden erbittert kämpfen wie eine Bärin, der man die Jungen weggenommen hat. Dein Vater ist ein erfahrener Heerführer. Er wird kaum bei seinen Leuten übernachten. Wahrscheinlich hat er sich längst in einer Höhle oder sonst irgendwo versteckt. Wenn gleich am Anfang einige deiner Soldaten fallen und es überall heißt, Absaloms Heer hat eine Niederlage erlitten, dann bekommen alle deine Männer es mit Angst zu tun, selbst wenn sie tapfer sind wie Löwen. Da kannst du sicher sein, denn in Israel weiß jeder, dass dein Vater ein erfahrener Heerführer ist und die besten Soldaten um sich hat. Darum rate ich dir, berufe alle wehrfähigen Israeliten ein, von Dan im Norden bis Beerscheba im Süden. Dann kannst du ein riesiges Heer aufstellen, mit Soldaten so zahlreich wie der Sand am Meer. Du musst sie aber selbst anführen. Dann spüren wir David auf, egal wo er sich versteckt. Du wirst sehen, wir fallen über seine Soldaten her und verschonen niemanden, so wie Tau am frühen Morgen auf die Erde fällt und alles bedeckt. Keiner wird mit dem Leben davonkommen, auch er selbst nicht. Hat David sich aber in einer Stadt verschanzt, dann sollen deine Männer Seile an der Mauer befestigen und die ganze Stadt ins Tal schleifen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Hushai spielt seine Rolle wirklich sehr gut. Er macht einen Plan, der erstmal gar nicht so schlecht klingt. Wozu nur 12.000 Soldaten ins Feld führen, wenn man weiß, David hat ja auch seine Leute und würde vielleicht auch ein paar kleine Siege einführen. Nein, lieber das ganze Heer zusammenrufen. Das wird natürlich ein bisschen länger dauern. Da waren sich Absalom und die führenden Israeliten einig. Hushais Vorschlag ist besser als Ahithophels. Sie wussten nicht, dass der Herr hier seine Hand im Spiel hatte. Er vereitelte den Plan Ahithophels, obwohl er eigentlich der Bessere war. Denn der Herr wollte Absalom ins Unglück stürzen. Also Gott ist nicht einverstanden damit, mit dem, was Absalom getan hat. Hushai berichtete den Priestern Zadok und Abjatar, was Ahithophel Absalom und den Ältesten Israels geraten hatte. Auch von seinem eigenen Vorschlag erzählte er ihnen. Dann sagte er: Schickt nun sofort einen Boten zu David. Er soll ihm alles mitteilen und ihn warnen. Übernachte auf keinen Fall am Rand der Wüste. Du musst unbedingt heute noch den Jordan überqueren, sonst bist du verloren. Und mit dir alle deine Begleiter. Jonathan und Ahimaaz warteten inzwischen außerhalb von Jerusalem bei der Rogelquelle, denn sie durften sich in der Stadt nicht sehen lassen. Eine Magd überbrachte ihnen die Nachricht für David. Doch sie wurden von einem jungen Mann gesehen, der gleich zu Absalom ging und es ihm meldete. Schnell brachen die beiden auf. Unterwegs fanden sie bei einem Mann in Bahurim Unterschlupf.
Sie versteckten sich in der Zisterne in seinem Hof. Die Frau des Mannes breitete eine Decke über die Öffnung und streute Getreidekörner zum Trocknen darauf aus, damit niemand etwas merkte. Bald kamen Soldaten und Absaloms zu dem Haus und fragten die Frau, wo sind Ahimaaz und Jonathan? Sie antwortete, die beiden sind fortgegangen, sie wollten den Bach dort überqueren. Die Männer suchten weiter. Als sie nichts fanden, kehrten sie unverrichteter Dinge nach Jerusalem zurück. Kaum waren Absaloms Leute verschwunden, kletterten Ahimaaz und Jonathan aus der Zisterne und eilten zu David, um ihm Bericht zu erstatten. Gerade noch mal Glück gehabt, dass die Soldaten von Absalom ihn nicht gefunden haben. Also die beiden nicht gefunden haben. Ihr müsst sofort den Jordan überqueren, sagten sie zu ihm und erzählten, was Ahithophel Absalom geraten hatte. Schnell brachen David und alle seine Begleiter auf und überquerten noch in derselben Nacht den Jordan. Beim Morgengrauen war auch der letzte von ihnen am anderen Ufer angelangt. Als Ahithophel merkte, dass Absalom nicht auf seinen Rat hörte, sattelte er seinen Esel und ritt in seine Heimatstadt zurück. Zu Hause regelte er noch die letzten Dinge, dann erhängte er sich. Man begrub ihn in seinem Familiengrab. Bestürzend diese Reaktion von Ahithophel. Warum macht er das? Vielleicht, weil er merkt, dass er von Gott verlassen ist. Sein guter Rat wird nicht mehr angenommen. Vielleicht hing er aber auch zu sehr daran, dass alle Leute auf seine Ratschläge gehört haben und sie befolgt haben. Schwer zu sagen. David war schon in Mahanaim angekommen, während Absalom mit dem israelitischen Heer den Jordan überquerte. Absalom hatte Amasa zu seinem Heerführer ernannt, denn Joab war bei David. Amasa war der Sohn eines Ismaeliter namens Jether. Seine Mutter hieß Abigail, sie war eine Tochter Isais und die Schwester von Joabs Mutter Zeruja. Absalom und die Israeliten schlugen ihr Heerlager bei Gilead auf. Also auch Absalom sucht Familienmitglieder und gibt ihnen wichtige Positionen in seiner Regierung. David war noch nicht lange in Mahanaim, als drei Männer zu ihm kamen. Shobi, ein Sohn Nahaschs aus Rabba, der Hauptstadt der Ammoniter, Machir, ein Sohn Amiels aus Lodabar und Basilei aus Roglim in Gilead. Die drei brachten David und seinen Männern Schlafmatten mit, Töpfe und Schüsseln, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Getreidekörner, Bohnen und Linsen, Honig, Butter und Käse sowie einige Schafe und Ziegen. Denn sie dachten, bestimmt sind sie hungrig, durstig und erschöpft von ihrem Marsch durch die Wüste. Ja, mit Sicherheit sind sie das. Und es ist gut, dass es einige Leute gibt, die David hier unterstützen auf seiner Flucht. Ja, soweit erstmal. Die Geschichte wird immer spannender und die Konfrontation steht ja unweigerlich bevor zwischen David und seinem Sohn Absalom. Darum geht es dann morgen. Jetzt hören wir noch Musik und zwar die Nummer 515 aus dem Gesangbuch, wenn Sie es mitlesen möchten, du es mitlesen möchtest. Das Lied heißt Laudato Si. Wir hören Helge Richter dabei. Viel Spaß und bis morgen. Tschüss.